Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht es in der Stadt Bakarius bei Patron. Eine kleine Sache vorneweg, liebe Leute, gestern gab es keine Folge. Ich muss gestehen, ich bin irgendwie so ein bisschen angeschlagen. Ich habe gestern sehr lange geschlafen, also tagsüber geschlafen. Ich bin irgendwie ein bisschen kaputt, deswegen kann ich nicht mehr alles schaffen und nicht mehr ganz so viele Videos hochladen. Es sind immer noch ganz schön viele, aber es könnten noch mehr sein, wenn ich fit wäre. Dafür kommt jetzt heute keine Folge City of Gangsters und seht es mir nach. Heute kommt noch Humankind neu dazu und manchmal treffe ich dann Entscheidungen, dass ich eher sowas wie Kingdoms Reborn oder Stellaris für meine alteingesessenen Abonnenten auch zu Ende spiele. Da sind wir kurz vor Schluss. Und ich treffe dann Entscheidungen, die eigentlich für den Kanal wahrscheinlich nicht gut sind, denn Patron ist das erfolgreichste Let's Play hier momentan, eindeutig, und dafür bin ich sehr dankbar und freue mich darüber, dass ihr da seid alle. Ich hoffe, ihr seht es ein. Ich denke immer, ihr seid noch neu und meine alten Abonnenten, die verdienen dann, dass sie so lange durchgehalten haben, auch wenn es für den Kanal vielleicht nicht gut ist, und erhoffe mir, dass es auf lange Sicht irgendwann auch bemerkt wird, dass ich mich bemühe, mich um meine Abonnenten zu kümmern. So, jetzt geht's aber weiter in dieser Stadt, in Bakarius im Oktober des Jahres 11, mit haufenweise Lebensmitteln, haufenweise Feuerholz, mit 54 Erwachsenen, 23 Jungen und 48 Kindern. Also, mit zu wenig Arbeitern angeblich, aber wir haben 11 Arbeiter und 4 Transporteure. Insofern sieht es eigentlich relativ gut aus, finde ich. Holzfäller sind runter, aber das reicht auch hier. Wir können also locker ein bisschen weitermachen. Naja, und müssten eventuell ein bisschen was an Lagerraum nochmal machen. So. Und an dem Huster habt ihr jetzt gemerkt. Und dann kleine Pause. Ja, ich bin wirklich irgendwie ein bisschen angeschlagen. So, wir könnten... Nee, Dekoration brauchen wir nicht. Das Kerzengeschäft wollten wir machen. Markt wollen wir schauen. Und dann mit 100 Steinen könnten wir tatsächlich auch schon das Rathaus machen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil dann haben wir nämlich... Dann haben wir die Möglichkeit, hier noch weitere Dekrete anzubringen, weil dafür kriegen wir mehr Einfluss. Vielleicht machen wir das mal. So. Wir können, glaube ich, locker mal was verkaufen. Aha, es läuft schon. Verdammt. Sollten wir uns noch mehr Handelsoptionen anbesorgen? Anbesorgen ist guter. Den Hafen können wir auch erforschen, aber das braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Wir könnten wirklich derzeit deutlich mehr verkaufen, wenn wir könnten. Wo ist denn der Hafen? Der ist wahrscheinlich erst später, ne? Ja, der kommt hier irgendwann. Der ist hier immer noch. Da ist er. Okay, das dauert noch eine Weile. Luxusgüter sieht okay aus. Sie brauchen nur Bier. Das ist gut. Davon haben wir viel zu viel. Verkaufen tun wir schon was. Naja, gut. Was haben wir noch nicht gebaut, was wir bauen wollten? Haben wir den Imker eigentlich jetzt hier schon reingesetzt? Hier bauen wir gerade den... Hallo? Willst du es mir nicht zeigen? Er will es mir nicht sagen. Aber irgendwas bauen wir da. Da. Doch, da ist der Bienenstock. Der steht jetzt auch schon. Sehen wir es eigentlich? Ja, hier am Rand sind einige. Was steht da? Honey and Wax. Wunderbar. Wir können das vergrößern mit einem zusätzlichen Arbeitsplatz. Wir können die Wiese erweitern. Das machen wir direkt mal. Das können wir nochmal erweitern. Das machen wir auch. Und das können wir nochmal erweitern. Das machen wir auch. Und es gibt sogar die Wiese 4. Na gut, wir wissen, wir können noch was tun. Und dann sollten wir uns überlegen, ob wir den Kerzenmacher hier anbringen. Und ob wir die Kapazität erhöhen wollen noch für die Leute. Oder ob wir... Ah, Moment mal. Ich guck mal ganz kurz nach dem Kerzenmacher. Da ist das Kerzengeschäft. Distillerie haben wir schon. 200 Münzen, 220 Feuerholz, 280 Wachs und 150 Wolle. Wird Wolle für die Kerzenherstellung gebraucht? Das ist mir neu. Lösegeld für den König.
Die Berater des Königs haben eine Liste von Forderungen geschickt. Es wurde kein offizieller Grund notiert, nur eine Liste. Sie lassen uns ausbluten, aber wir können nichts gegen den König stellen. Wir können uns nicht gegen den König stellen. Kohlköpfe wollen sie haben. Ja, sie können gerne Kohlköpfe kriegen. Ich bin mir halt nicht sicher. Oh. Das Haus hat noch keine Isolation. Dann wahrscheinlich das auch nicht. Und vielleicht das auch nicht. Doch, das schon. Da müssen wir nochmal... Die haben wir alle noch nicht isoliert. Das ist natürlich wichtig. Auf geht's. So, Kerzengeschäft. Ist für die, ne? Ja, ist für die Arbeiter. Die sind mit Bier schon erstaunlich glücklich, muss man sagen. Es sollte aber kein Problem sein. Wir gehen in den Winter. Ja, alles gut. Wie gesagt, da das Lagersystem ja so ist, sobald es in einem Lagerhaus ist, ist es auch in allen Lagerhäusern, ist es nicht so wichtig, wo wir jetzt das Kerzengeschäft hinstellen, glaube ich. Wir könnten es hier reinpacken. Ich weiß gerade nicht, ob ich diesen Schneider nicht nochmal abreißen möchte. Der steht da irgendwie doof. Hier weitere Häuser, wieder mit so einer Innen. Das ist auch eine gute Struktur, also eher so diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Häuser in der Runde zu bauen. Mit so Teilen dazwischen ist, glaube ich, eine gute Idee. Naja, wir können ihn auch erstmal auf die andere Seite stellen. Wo ist denn das nächste Lagerhaus? Da und da. Nein, dann baue ich den jetzt hier hin. Oder wollen wir da noch weitere Felder ran basteln? Ich stelle ihn mal dahin. So weit ist es ja nicht. So, dann haben wir auch ein Kerzengeschäft. Es ist Dezember. Und wir können weitermachen mit der Forschung. Es sei denn, wir wollen warten auf die Steine, aber das reicht hier mal nicht. Naja. Irgendwann wird es reichen. Können wir da noch was machen? Nein. Wussten wir auch eigentlich schon, aber wir könnten noch einen weiteren Arbeiter ranbringen. Wir haben auch einen Landwirt zu wenig. Da sind aber jetzt keine, weil da nichts zu tun ist, ne? Also Hafer und Dings, das haben wir noch nicht angeschaltet. Einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bräuchten wir, wenn wir das anschalten. Ja, ja. Fürs nächste Jahr. Naja, vielleicht werden ja noch ein paar erwachsen. Das wäre nicht so schlecht. Aber ein bisschen mehr Stein wäre auch nicht schlecht. Ich bringe mal hier zwei ran. Dann verlieren wir noch einen Arbeiter hier oben. Dann haben wir 10 und 4 Transporteure. Ich schau mal. Also wenn es keine Probleme gibt, dann würde ich das Ding jetzt hier mal so ein bisschen ignorieren, teilweise. Ah, du bist schon wieder fertig, ne? Dann kannst du noch mal Essen bzw. Töpferwaren und Kleider verkaufen. Nochmal 80 davon und 100 hiervon. Und dann irgendwie noch ein bisschen Essen vielleicht, weil wir ja scheinbar recht viel haben. Paar Äpfel und ein bisschen vom Weizen oder Hafer. Hafer ist teurer. Nehmen wir lieber Hafer. Na, hätten wir auch noch mehr Hafer verkaufen können, aber gut. Gut. Also, die Ranch bleibt als Option offen. Oh, jetzt haben wir aber sehr viel Stein wieder verbraucht hier. Aber das sollte doch schneller gehen. Obwohl, wenn wir noch eine Forschung haben, die keinen Stein braucht, können wir das auch zuerst machen. Das braucht allerdings Stein. Die Zusammenarbeit. Ja. Das ist alles sowas für später, habe ich das Gefühl. Die Schweineranch können wir machen. Zwei Schreinerhütten haben wir auch noch nicht. Pavillon, Friedhof kostet wieder Obstbaumsamen. Birnen und Pflaumen. Warum nicht? Können wir auf jeden Fall schon mal machen. Und die Pflichten. Besteuerung von Kaufleuten erhöht. Aber Kaufleute haben wir nun wahrlich noch nicht, oder? Sehe ich das falsch? Da muss ich hin. Klassen. 51 Bauern, 3 Arbeiter. Das sind wieder weniger geworden, oder? Hatten wir nicht schon mal mehr Arbeiter? Liegt das an der Zufriedenheit hier? Nee, die sind happy wie nichts Gutes. Forschung ist schon durch. Und wir haben 125 Stein. Sehr gut. Dann machen wir das Rathaus jetzt. Machen wir das Rathaus, dann können wir eventuell noch ein weiteres Dekret ranbringen, das uns noch mehr Einnahmen bringt. Und hier sind wir auch schon wieder durch.
verkloppen wir jetzt nochmal Hafer. Den scheint auch keiner so richtig zu... Verkaufen wir gleich 300 komplett. Den scheint keiner so richtig zu brauchen, ne? Wenn wir den nicht in die zu den Tieren bringen, scheint das irgendwie okay zu sein. So, hier bräuchten wir jetzt eigentlich jemanden, der da arbeitet. Wir sind immer noch bei 54. Zwar noch ein Kind dazu, aber... Aber es ist ja okay, ne? Obwohl, jetzt brauchen wir gleich die Landwirte wirklich. 8. Da soll eigentlich auch einer hin. Auf der anderen Seite. Wir haben immer so viel Essen gehabt. Ich lasse die beiden nochmal raus hier. Lass das mal so. Wie wir es gesagt haben. Hier soll schon einer rein. Es ist März, also 8 Landwirte wieder für die anderen Felder, aber nicht zusätzlichen Hafer machen. Okay, Forschung ist abgeschlossen. Das ist doch super, dann sollten wir doch in der Lage sein. Ja, wir haben sogar 4. Sieht das von hier außen auch cooler aus jetzt? Sieht ziemlich ähnlich aus, ne? Sind Säulen vor die Tür gekommen. Ich weiß nicht, ob die schon vorher da waren. Aber gut, wir können mal schauen. Wir können den Tarif und die wesentliche Budgetierung noch anschalten. Die Basisgüter und hier Münzen pro Bauer und Arbeiter plus 15%. Ist doch super. Das sollte uns Kohle bringen, ohne Ende. Dann forschen wir mal weiter. Also ich meine, wir haben jetzt gerade Geld genug und wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das einfach jetzt hier auffüllen. Propaganda. Naja, los, komm. Das dauert immer nicht so lang. 56 Arbeiter. Damit haben wir hier oben wieder einen. Landwirt ist mit dabei und hier arbeitet auch schon einer. Nein, im Kerzengeschäft arbeitet noch keiner. Da kommt jetzt einer rein. Da verbessern wir die wiederverwendbaren Formen durch Münzen und Eisen. Plus 20 Produktion, minus 10 Wartung. Das machen wir gleich nochmal. Und das machen wir nochmal. Und das war's dann. Wir können noch Arbeitsplätze dazu packen, aber das sollte eigentlich okay sein. Forschung schon wieder durch. Ich mache jetzt hier alles der Reihe nach. Wir haben genug, also Geld nicht ganz genug, aber das sollte ja sich auch verbessern. Und Geld kriegen wir zumindest dann wieder, wenn wir hier den Kram wieder verkaufen. Wir können uns wieder an Kleider- und Töpferwaren machen. Wenn wir da diese 100 mindestens auf Lager haben wollen, ist das, glaube ich, kein Problem. So, na gut, Töpferwaren sind nur 40, dann verscherbel ich wieder Hafer, glaube ich. Ja, der wird echt überhaupt nicht benutzt. 200 Hafer nochmal raus, haben wir schon wieder 1100. Forschung abgeschlossen, ich gehe mal ein bisschen langsamer, manchmal kriege ich immer Schiss. Manchmal kriege ich Schiss, dass ich irgendwas tun muss. Zusammenarbeit, das ist wirklich, das brauchen wir gar nicht gerade. Die Pflichten, aber Kaufleute besteuern, völlig unnötig. Radius der Märkte, Bestäubung, Obstproduktion in der Nähe eines Bienenstocks. Ah, das hätte Sinn gemacht, ja. Das sehe ich ein. Friedhof, Steinhaus. Oh, Steinhaus ist doch gut. Jetzt, wo wir mehr Stein besorgen, brauchen wir noch weniger Feuerholz. Wobei Feuerholz jetzt gerade auch ein bisschen weniger wird, sicher. Sehe ich das richtig? Hier arbeiten 2 gerade. Upgraded ist alles. Wie viele Leute wohnen hier in der Unterkunft? 4. Also ein weiteres Haus wäre auch möglich. Im Wachturm ist auch noch keiner. Aber die Sicherheit ist hoch hier. Das ist kein Problem. Na gut. Also es sieht alles viel zu friedlich aus hier. Und das steigt jetzt auch wieder, das Feuerholz. Dann können wir ja mal schauen, ob wir das Steinhaus-Upgrade, das kostet 7 Steine, 80 Münzen und 13 Bauholz. Das ist ja kein Problem momentan. Die Forschung ist abgeschlossen. Jetzt lassen wir mal Windmühle. Produktionskette von Weizen zum Brot. Die Bäckerei kommt direkt hinterher. Der Wohnungsbeitrag für jedes Haus plus 10 Münzen.
Das ist auch nicht schlecht. Und eine Kirche ist bestimmt auch wichtig. Ich mache noch mal eine Sache hier vorne irgendwo. Friedhof vielleicht. Schweineranch. Wir holen uns mal den mittelgroßen Teich, auch wenn er viele Steine kostet. Und mittlerweile ist es doch hier sehr gesellig geworden. Also, fangen wir mal an. Hier. Wenn wir dich zum Steinhaus machen. Ja, es wird uns jetzt viel Geld kosten, vor allen Dingen. Danach kann man es noch auf ein zweigeschossiges Haus upgraden. Aber es hat erstmal die gleichen Werte. Nee, 8 Leute passen hier rein. Okay. In die Holzhäuser passen nur 6 rein, aber unter Stein, da kann man besser wohnen mit Großfamilien. Machen wir das doch mal der Reihe nach hier. Erstmal diese Vierertruppe. Ich glaube, wir können weitermachen. Machen wir noch eine Vierertruppe. Das ist... Nee, ist auch ein Haus. 570. Ja, los. Wir machen diese Vierertruppe noch zum Steinhaus. Und dann warten wir erstmal und gehen nochmal auf den Handel gucken. Besorgen uns nochmal ein bisschen Kohle. Na? Jetzt. Und zwar durch Kräuter. Heute mal Kräuter. Haben wir 3... haben wir 1000 von. So, nächste Forschung abgeschlossen. Ja, wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen. Wollen wir jetzt erst die Häuser? Nee, ich forsche noch mal weiter. Abfallfreier Ansatz. Ist alles zu teuer hier gerade. Damit könnten wir Apfelwein herstellen. Kirsch- und Pfirsichbäume. Finde ich irgendwie schön. Brauchen wir jetzt nicht direkt, aber wir brauchen eine Gegend mit Obst. Feldern und dann Imkern drumherum, beziehungsweise Bienenzüchtern, wie sie sich ja nennen. Was ist hier los? Die benötigten Ressourcen kommen hier nicht an. Achso, wir haben keine Wolle, logischerweise. Also ich verstehe die Produktion von Kerzen mit Wolle, verstehe ich irgendwie nicht so richtig, aber vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Schaffarm, richtig? Haben wir die schon erforscht? Schweineranch. Schafsranch haben wir schon. Das war die erste vielleicht sogar. Das heißt, wir müssten uns jetzt doch mal... Wir haben trotzdem nur 57. Wir müssten uns doch mal an eine Ranch wagen. Die dann... Tja, zeig mir doch nochmal... Cool, das hier. Also wir brauchen für die... Oh, einheimische Reliquien. Die Erweiterung unserer Stadt hat ein verlassenes Heimatdorf ausgegraben und einen Friedhof, wie es scheint, oder eine andere spirituelle Stätte. Die Nachricht hat sich schnell verbreitet und es scheint, dass sowohl die Kirche als auch der König interessiert sind. Der König jedoch will alles haben, während die Kirche hofft, die Beute zu teilen. Ich möchte nichts davon haben. Wenn der König es will, kann er seine Leute zum Sammeln schicken. Geht hier um gesellschaftliche Themen. Na gut. Die Hälfte klingt fair. Lass die Kirche wissen, dass wir einverstanden sind, auch wenn unsere eigenen Leute abergläubisch werden könnten. König will jedoch alles haben, während die Kirche hofft, die Beute zu teilen. Naja, wir kriegen entweder weniger Sicherheit und mehr Religion oder mehr Treue und weniger Sicherheit. Also Sicherheit fällt immer. Aber ich finde so langsam, ja, die sollen sich das mal teilen, dann kriegen wir noch ein bisschen Geld ab und außerdem so ein bisschen mal langsam gegen den König gehen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, hier wollten wir eigentlich Häuser weiterbauen, hier unten rein. Ich finde, man kann hier schon so eine, wenn ich jetzt hier hinter in dieses halb gute Gebiet sozusagen, mal da muss eine Straße rum, hier müssten aber eigentlich... da die Häuser noch hinkommen. Da müssten wir hier so richtig rüber. Ist das dann cool? Was ist die Maximalgröße? 20x20. Da wird's rot. Das ist irgendwie nicht der beste Bereich, ne?
Aber wer weiß. Ich baue das mal dahin. Da kommt eine Schaffarm hin. Vielleicht können wir das hier auch dann weiter noch erweitern. Weiter erweitern. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich glaube, ist okay. So, Feuerholz deutlich weniger als letztes Jahr. Lebensmittel auch weniger als... Achso, nee, wir sind im Juni. Ich dachte, wir sind schon Richtung Winter gekommen. Was ist hier los? Das ist immer schneller fertig, ne? Bohnen gehen fix. Die werden schon im Juni geholt. Oder könnt ihr da noch mehr von... Könnt ihr da zweimal im Jahr bauen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall fehlt euch hier noch eine Straße. Und das passt wieder nicht, ne? Hier geht's. Aber da, doch. Da kommt dran lang. Sehr gut. So. Machen wir hier mal so ein Kreuz rein. Ich sehe nichts. So. Okay. Und hier nur Weizen, genau für die Bierproduktion. Das scheint aber auch alles okay zu sein hier. 240 pro Jahr ist dicke genug. 167 aber noch. Gut, dann können wir schon wieder weiter forschen. Sollten uns das hier schnell... Ja komm, machen wir nochmal 300 Kräuter erstmal weg. So, Zusammenarbeit. Können wir jetzt vielleicht schon mal ein bisschen Richtung... Warum nicht? Warum nicht mal eine Kirche? Und jetzt können wir noch mal ein bisschen Gebäude ausbauen. Die haben wir jetzt gemacht. Das ist auch noch ein Haus, was wir zum Steinhaus machen können. Haben wir hier oben auch noch Häuser eigentlich? Nee, ich glaube nicht. Dann sind die nächsten hier. 1, 2, 3 und 4. Dann können wir uns noch mehr erlauben. Es sieht so aus. Lagerbestand wollte ich jetzt gar nicht sehen. Hier ist die Jagdhütte. So viele Häuser haben wir auch gar nicht mehr. Da ist noch eins. Das ist noch da. Hier ist noch eins. So, und dann die große Runde hier. Und ich glaube, dann war es das schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schaffen wir das noch? Nicht mehr ganz, ne? Aber vielleicht, wenn wir ein bisschen die Zeit schneller laufen lassen und langsam klicken, kriegen wir vielleicht genug Geld ran. Na, komm. Na gut, da müssen wir nochmal... Nee, die sind schon unterwegs. Jetzt noch eins. Dann machen wir noch das letzte. Dann sind wir durch. Mit der Geschichte. Komm schon, Steuern, Mann. Haben wir nicht das neue Dekret schon angesetzt? Wollen wir nochmal gucken. Der Tarif war schon da, ne? Ja. Ich meine, die Budgetierung können wir ja auch machen. Warte mal, finden wir jetzt noch irgendwas in der... Also den Wohnungsbeitrag. Plus 10 Münzen pro Haus. Ja. Könnte uns auf jeden Fall was bringen. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld sammeln wieder. So, und hier brauchen wir natürlich jetzt Schafe. Und die sind teuer. Dafür kriegen wir dann noch Lammfleisch. Naja, Hafer haben wir, glaube ich, noch auf Lager. Dann verkaufen wir jetzt keinen Hafer mehr und probieren hier die Leute hier ranzukriegen. Und probieren hier noch einen ranzusetzen, dass hier einer arbeitet auf der Ranch. Mit den Schäfchen. So. 15 Leute. Wir haben gerade einen neuen dazu bekommen. Wir können ja mal wieder warten. Ich weiß nicht genau, wie viel wir brauchen. Ungefähr wahrscheinlich. Oh, ja, 16 oder sowas brauchen wir bestimmt. Kräutersammler sind aber zwei völlig ausreichend. Kerzenherstellung einer ist auch ausreichend. Weil das können wir gar nicht. Insofern können wir das auch nochmal wieder ausmachen. Und der Schreiner, da reicht auch einer. Wächter wäre vielleicht nochmal nicht schlecht. So, und kein Platz in den Lagerhäusern. Wollen wir das Lager nochmal weiter ausbauen? Wir haben einfach auch ziemlich viel Kram, den wir nicht unbedingt brauchen. Sehe ich denn jetzt hier, wenn ich ein Lager baue? Ein Depot.
Beziehungsweise, warte mal, haben wir jetzt den Marktplatz? Wir haben da oben haben wir einen Marktplatz hingestellt, oder? Genau. Ne, ein Warenhaus, meine ich. Das ist ja was anderes als ein Depot. Wo ist denn das hin? Ach, die Fischerei können wir auch schon. Wir haben schon so viel erforscht, da ich muss mal ein bisschen langsamer laufen lassen. Das ist hier zu einfach. Mittlerweile. Vorratslager voll, Vorratslager voll. Ich weiß, ich weiß. Ich mache mal Pause. Ich finde gerade das Lagerhaus nicht. Das Warenhaus. Wie heißt denn das hier? Lehmgrube, Töpfer, Bienenstock, Lagerhaus. Da ist es. Bräuchten wir 80? Wir haben zu wenig Bauholz. Wieso haben wir denn keine 80 Bauholz gerade? Auf jeden Fall würde es Sinn machen, hier, glaube ich, noch irgendwo ein Lagerhaus ranzubasteln. Ach, das müsste... Es passt wieder nicht. Da ist der Klamottenladen. Das müsste hier hin. Würde das da hinpassen, wenn ich den Sicherheitsmann da wegreiße? Nee. Genau wieder nicht. Nur ohne Straße dann dazwischen. Hm. Na, dann muss ich ihn erstmal hier hinsetzen, glaube ich. So. Und jetzt auch noch Telefonanrufe mittendrin. Ist das zu fassen? So. Es würde genau da reinpassen, aber dann wieder ohne irgendwie Straße. Wenn wir hier eine Straße ransetzen, dann ist das Lagerhaus direkt in der Mitte. Jetzt würde ich aber fast gerne auch nochmal den Markt sehen. Das ist bestimmt ein Stadtgebäude. Da haben wir auch die Kirche jetzt schon. Verkauft Waren an die Bürger rund um den Markt. Je mehr Bürger in der Nähe wohnen, desto mehr Waren werden verkauft und der Stadthaushalt bekommt einen schönen Anteil am Gewinn. Also, Bauholz haben wir echt zu wenig. Ich fasse es nicht. Tja. Wahrscheinlich wäre der Markt sogar sinnvoller. Der passt hier aber gar nicht rein. Dann müssen wir doch das Apfelfeld nochmal abreißen. Es ist September. Normalerweise... Wisst ihr was? Ich lasse noch mal kurz weiterlaufen. Ich weiß, wir haben keinen Stauraum mehr. Die Vorratslager sind voll. Wahrscheinlich können wir gar keine Äpfel hier rausholen. Wir schicken noch mal was los, damit wir ein bisschen Platz kriegen. Vorratsraum gering. Immerhin ist er nicht mehr voll. Jetzt ist er voll. Ich glaube, ich hau die Äpfel jetzt hier komplett raus. So. Weil... Ich denke, die Äpfel werden im September gepflückt. Ich hoffe, die wurden jetzt nicht auf den Boden geworfen irgendwo. Man weiß es nicht. So. Und dann könnten wir, sobald die, also über den Winter, machen wir dann hier einen Markt. Der sollte dann wirklich die meisten Gebäude kriegen. Jawohl, den bauen wir dahin. Das ist super. Der kriegt fast alle Gebäude hier im oberen Bereich. Müssten wir gucken, ob wir daneben noch was hinkriegen und dann können wir trotzdem überlegen, ob wir in der Zwischenzeit doch nochmal ein... Ja, die sind aber echt ungeordnet hier. Wo ist der jetzt hier wieder? Da. Ein Lagerhaus. So, und jetzt muss ich erstmal nach den Holzfällern nochmal schauen. Die Förster, nee, die sind auf volle Pulle hier. Haben wir das hier erhöht? Nein, haben wir nicht mal. Okay, wir brauchen definitiv einen neuen Förster. Den plane ich jetzt nochmal an. 62. Verdammt. Das passiert, wenn man es auch schnell laufen lässt. Aber man kann es auch nicht die ganze Zeit lahm laufen lassen. Warte mal, wo ist denn der Förster jetzt? Higgledepups, Stadtgebäude oder was bist du, Förster? Kann ja nicht sein. Du bist doch ein Produktionsgebäude. Steinbruch, Kräutersammler, Siegel, Förster. Da ist er doch. 15 Bauholz. So, da steht einer. Da steht einer. Hier haben wir eine Effizienz von 65. Das ist nicht gut. Wenn wir dahinter sind, sind wir auch noch nicht sehr gut in der Effizienz. Auch da nicht. Wir wollen hier weiter und hier weiter. Wenn wir den jetzt da hinstellen, haben wir auf Dauer gesehen wieder ein Problem. Es könnte aber natürlich auch sein, und ich glaube, das ist so, wenn wir den jetzt hier hinstellen, der hat zwar jetzt 64%, aber der baut sich ja seine, der pflanzt ja Bäume auch an. Es wird also langsam besser werden, nehme ich mal stark an.
weiß nicht, ob der Weg zu weit ist. Wir bauen das hier hinten hin. Der ist natürlich, der überlappt sich jetzt mit dem hier. Aber wenn die beide ordentlich anbauen, wenn wir jetzt mal sagen, wir kriegen das so hin, dass wir hier das Bein halt so hoch, wenn wir das so runterschieben, rüberschieben, irgendwo dahin. So. Ja, Vorratslager 80. Okay, jetzt können wir das Lager bauen erstmal. Nicht den Markt, aber das Lagerhaus. Und dann baue ich das einfach hier hin. Hier haben wir... Ist das auch ein Lager? Ja, das ist auch ein Lager. Die hier, die haben halt nicht so richtig... Da müsste eins hin. Verflixt, ey. Ist echt zu eng hier. Wenn wir da oben eins hinbauen, kriegen wir, glaube ich, keinen Markt mehr hin. Und da kriegen wir keine Straße ran. Ich baue das jetzt trotzdem hier hin, glaube ich. Dann geht das hier halt innen rein. Da muss Platz für eine Straße sein. Da oben muss Platz für eine Straße sein. Das Ding geht nach oben. Und dann kommt hier die Schotterstraße. Da mache ich mir das Grid nochmal an. Genau, die kommt hier ran. Ist eben ein bisschen verwinkelt hier jetzt. Aber so ist das manchmal. So. Da noch ran und dann gibt es hier auch Straßen. Und hier auch. So, so, so. Ich glaube, der Eingang ist jetzt oben. Insofern ist das so in Ordnung. So, liebe Leute. Also, zip, zip, zip. Raus damit und so weiter. Also, falls ich heute etwas lahmarschig war, dann liegt das an meinem etwas durchfluteten Kopf, der so ein bisschen müde vor sich hin düst. Und wie gesagt, vergebt mir, falls es in den nächsten Tagen mal zu abwechselnden Folgen von City of Gangsters und Patron kommt. Es geht auf jeden Fall weiter. Wir wollen hier noch eine ganze Weile bauen. Wir wollen diese Stadt weiter nach vorne bringen. Und momentan ist es wenig Survival, muss man sagen. Wir sind ganz gut dabei. Insofern machen wir trotzdem weiter. Bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.